Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Final Fantasy 7, das Remake. Mein Gott, da muss ich ja noch dran denken, ob ich ja vergessen. Ja, in der letzten Folge haben wir uns hier den Reaktor genähert, den wir in der Luft jagen möchten. Und ja, der wurde natürlich bewacht von so einem Boss, von so einem Skorpionviech, so einem Skorpion-Roboter-Viech. Und ja, darum haben wir uns auch gekümmert und die Bombe ist gezündet. 20 Minuten haben wir Zeit zu fliehen und wir hauen jetzt hier ab, ne? Lass mich hier noch ein bisschen gucken, ne? Nein, haben wir keine Zeit. Im Gegensatz zum Original läuft die Zeit hier nicht im Menü ja weiter. Das heißt, ich konnte auch schön pausieren und so. Und ja, 20 Minuten ist eigentlich genug. Also ich nehme an, es werden noch Kämpfe kommen und so, ne? Die Zeit ja natürlich auch weiterläuft. Da sind auch Boxen, ehrlich. Wir hatten die ja platziert. Ich muss die sogar kaputt machen. Ich brauche Heiltränke. Ich habe doch schon eine Menge verbraucht im letzten Kampf. Weil der Boss, der war ganz schön happig, so. Wird schon irgendwie klar. Ja, Barrett ist nicht in unserem Team gerade, ne? Hat sich die Viecher. Kommt mir sogar bekannt vor. Die auch schon hier aufgetaucht vorher. So, jetzt gehen wir nach Hause. Nach Hause ohne Pause. Nach Hause ohne Pause. Ich glaube, so eine Explosion werden wir nicht überleben, ne? Wenn wir hier in der Nähe sind. Und im Hintergrund läuft natürlich wieder Bombing Mission. Halte ein, Jesse. Ja, habe schon gedacht, wo ist sie? Ist sie rechts oder links? Also da kann ich nicht weiter, also nicht mal, sie ist links, ne? Bist du okay? Wonach sieht's denn aus? Mein Bein steckt fest. Die Zeit bleibt sogar stehen. Komm schon. Zeit bleibt sogar stehen. Wir haben doch bestimmt mehr als genug Zeit. Ah, bin ich ein bisschen all die Casual Gamers hier. So an die Casual Gamers hier gerichtet, ne? Man, Zeit, da darf ich in den Cutscenes weiterlaufen. Muss man sie auch retten wie im Original, genau. Finde ich sehr gut. Oh. Aber hier ist eine Truhe. Ich brauche Heiltränke. Den Atem und konzentrier dich aufs Klettern. Ja, Mann, wenn ich nicht rede, werde ich so nervös. Mach doch was ja. Du willst. Oh, nein, ist Barrett. Er muss mit einem Arm klettern, weil sein anderer Arm ein Maschinengewehr ist. Ja, das wird übrigens, das sollte eigentlich nicht erklärt werden in diesem Spiel, ne? Und das wird erst sehr viel später im Spiel erklärt im Original. Also ja, für die, die jetzt neugierig waren darüber. Weiß nicht, ob das Spiel darauf eingeht. Geh schon mal vor, Jesse. Die Tür ist jetzt wichtiger. Aber... Mach dir um mich keine Sorgen. Hab der Soldat hier Leitschutz. Ex-Soldat. Da sind sie. Setz dich. Da steht da irgendjemand. Das ist so ein durchgehender Angriff, deswegen wie ich die einfach so durch die Gegend jongliere. Warum? Ja, wir haben nur 16 Minuten. Ich glaube nicht mal im Original war das so knapp irgendwie. Ich glaube, man hatte immer noch 10 Minuten danach so. Außer jetzt kommt jetzt noch mal so ein Skorpionboss.
Ja, eigentlich klug, wenn wir den aus dem Weg gehen würden, ne? Aber das war ich will die Erfahrungspunkte, glaube ich. Weiß nicht, wie schwer das Spiel nur sein wird. Ja, ich will mal kontern irgendwie. Ich kann irgendwie kontern, glaube ich, in diesem Modus, ne? Ja, jetzt greift er natürlich nicht an. Los, kontern. Nicht kontern, Kombi. Speichern ist schwer. Vielleicht nicht der beste Moment, wo ich solche Sachen ausprobieren sollte, ne? Wir haben ein Zeitlimit. Aber ich will es halt wissen, okay. Na du, mach Schockschuss. Außer Schau besiegt. Ja, lass erstmal eine Siegespose machen wie im Original. Also, weil ich 10 Sekunden wieder hier verballern. Ich nehme die Sachen automatisch auf, ne? Ich laufe immer noch so auf die zu, so. Ich glaube, ich werde, ich nehme die automatisch auf, ne? So, joggen war noch ein bisschen nach oben. Ich kann ja rennen, genau. Ja. Warum ziehe ich mein Schwert? Da. Ah, du hast Feuer eingesetzt, ey. Ich war eigentlich auf den anderen, aber okay. Solche extra Angriffe nicht. Barrett, Ball auf den. War das alles? Da rennen wir mal ein bisschen. Jetzt gleich alles am explodieren, also. So, Gefühl, ich brauche die Heiltränke, deswegen auch MP, glaube ich. Ich habe blaue Zahlen gesehen, das MP, ne? Oh, die Typen. Ich kenne dich noch. Könnte auch ballern, ne? So. Der weicht einfach aus. So, jetzt habe ich kontert. Boom. Boah, der ist einfach weggeflogen. Boah. Ich höre die immer noch nicht, ey. Da habe ich schon die Musik runtergestellt, ey, im letzten Part. So, jetzt mal ein bisschen Job. Oh, ich sehe gerade, ich bin gleich tot. Wie sind das schon wieder passiert? Ah, Barrett, oh, du hast keine geil. Ich muss echt aufpassen im Spiel. Das ist gar nicht so einfach. Na, da oben ballert auch noch einer. Cool, Barrett, Heilung bitte. Schneller, schneller, danke. Ich bin schon wieder leicht tot. Wie ist denn das schon wieder passiert? Boom. Schock und weg bitte. Und Konter. Wer geht auf den, den ich nicht erreichen kann? Ja, super. Es wird heiß. Nein, das bist nur du, Cloud. Ja, du hast ja gerade. Ja. Au, was zum. Was war das? Da komme ich nicht ran. So. Da komme ich nicht ran. Ja. Hast du gedacht, ne? Hast du gedenkt?
Oh, okay. Denken sich so, ja, ihr macht unsere Sache nicht kaputt, wir machen selber kaputt. Ist was passiert? Ah, Cloud voll cool, der macht sich keine Sorgen oder der ist einfach nicht aufgepasst. Wahrscheinlich die ganze Zeit irgendwie in so einer Trance. Wo bin ich eigentlich? So, haben wir hier noch was? Ich weiß, alles ist am Beben und so, aber ich muss doch gucken, ne? Weil ich da eine ultimative Waffe irgendwo versteckt. Ah, genau wie im Original. Wir helfen hier noch im letzten Moment hoch. Ich würde es dir schon sagen, wenn es nicht so wäre. Das fasse ich mal als Ja auf. Ja, damit ist unsere Arbeit erledigt. Ja, wir haben gerade einen riesigen Reaktor kaputt gemacht und ja, für ganz schön Chaos gesorgt. Was ist euch noch nicht aufgefallen sind, wir sind Ökoterroristen. Ja, wir wollen den Planeten davor retten, wenn die ganze Energie ausgeht, indem wir Sachen kaputt machen. Ist das nicht ein bisschen zu heftig? Ich habe die Bombe exakt nach Plan gebaut. Eventuell sind da Makrogase dran schuld. Hoffentlich hat die Stadt nichts abbekommen. Der Planet geht vor. Ja, den Planeten, den wir gerade ein bisschen kaputt gemacht haben. Was was genützt hat? Also, das will ich doch schwer hoffen. Gut, und jetzt raus. Wir sind in Sektor 8, nicht? Es ist noch ein Stück. Dann los. Führ uns hin. Okay, geht klar. Gut. Passt auf, dass ihr euch keinen Schlag an den Stromleitungen holt. Warum ist hier nur so ein langer Gang? Ja, graue Böden, graue Wände. Die Inneneinrichter waren aber nicht sehr kreativ. Gut. Irgendwas stinkt hier nach vergammeltem Joghurt, findet ihr nicht? Das bin ja ich. Naja, war halt ein schweißtreibender Job. Warte, ich gehe auch zu euch, ne? Komm schon, bleibt hier. Waren das gerade meine schlotternden Knie? Ein ganz schönes Feuerwerk. Raus hier, solange wir können. Marco-Verdächtigung. Katalyse. Ob's am Schießpulver lag? Jesse, dafür ist später Zeit. Junge, Junge. Mein Magen hängt echt auf Halbmast. Zu Hause wartet ein gedeckter Tisch. Beim nächsten Mal nehme ich einfach eine Lunchbox mit. Na, Terroristen mit Lunchbox. Okay. Wir sind voll die Profis. Nur noch ein Stückchen. Ich habe immer gedacht, der Dicke wäre Bigs, weil ja, Big, ne? Von hier können wir Sektor 8 erreichen. Gut, dann
mache ich uns mal die Tür auf. Aber ich konnte die beiden noch nie auseinanderhalten. Bald bin ich bei dir, Marlene. Und ich bei dir. Dusche. Das ist ein komischer Name. Was los? Der Sprengsatz ist scharf. Jawohl, noch mehr Explosionen. Das ist Barrett voll. So, yeah, Explosion. Oh. Wie Barrett sich voll gefreut hat. Jawohl, mehr Explosionen. Oh. Alles kaputt machen. Allerdings, so war es nicht geplant. War wohl so viel des Guten. Ehrlich nicht? Fällt euch ja früh ein. Wir haben keine Wahl. Ihr habt nicht daran gedacht, dass Explosionen vielleicht, weiß nicht, Leute schaden können? Reaktor, der dran glauben musste. Es geht schließlich um die Rettung der Welt. Ganz richtig. Wir wussten genau, worauf wir uns einlassen. Zum Aufgeben ist es viel zu früh. Wir kämpfen für die richtige Sache. Und wenn es Opfer fordert, dann ist es halt so. Aber ich merk's schon. Wie der Planet fängt auch ihr an zu klagen. Ha! Nicht verzagen! Onkel Barrett wird das Kind schon schaukeln. Eure Ängste, Zweifel, eure Sorgen und natürlich die Kohle. Um all das werde ich mich kümmern. Daumen nach oben. Und, Wedge. Chefe, was nun? Wie geplant. Wir machen uns aus dem Staub. Alles klar. Onkel Barrett. Ich hole nur kurz die Truhe hier, ne? So, ich hoffe, in diesem Schatz drin ist auch irgendwann mal lohnenswert drin, außer nur so Heilobjekte und so. Weil die kriege ich auch, indem ich Box zur kaputt mache. Bis später. Hey. Wo ist mein Geld? Nicht so hastig, mein Lieber. Dein Job ist noch nicht zu Ende. Oh Gott. War bald. Da wurde Geld versprochen. Also. Klapp, klapp. So was hast du sicher schon gesehen, oder? Eine Heilmateria. Na klar doch. Für dich. Als Dank für deine Hilfe. Das ist nicht nötig. Wer hat dir bezahlt? Ach komm, jetzt nimm schon. Ohne deine Hilfe. Wäre ich nicht mehr am Leben. Nur die Starken und die mit viel Glück überleben. Keine Ahnung, ob du dazu gehörst. Bist ja ein echter Poet. Besten Dank auch. Du kennst dich damit aus, oder? Worauf du dich verlassen kannst. Chip. Neue Funktion, Ausrüstung und Materia. Ah, nicht mehr Substanz. Probier es aus, indem du. Okay. Ich habe das Tutorial anzeigen nicht gemacht. Okay, ich hoffe, es bleibt ein halbwegs. So. So, Panzerschwert. Da, Dreieck. Materia einsetzen. Wir haben Feuer, beziehungsweise Glut. Und heilen. Das heißt, wir haben jetzt einen Heilzauber. Und ja, wenn wir die da reinpacken, dann ändern sich unsere Startswerte auch ein bisschen. Wir haben jetzt ein mehr MP.
Okay, alles klar. Mehr haben wir nicht, ne? Cool. Setz sie ein, wenn's brenzlig wird. Und noch was. Das ist für deinen gelungenen Einstand bei uns. Viel Spaß damit, mein Held. Okay, dann bis später. Ich schipp die beiden. Was machen wir, wenn wir nicht nach Hause? Wir müssen schnell nach Hause. Wir sterben doch nicht, oder? Ja. Wir tun die richtige Sache machen. Ignoriert einfach den Typen mit dem Riesenschwert, der hier durchläuft, ne? Ich bin überhaupt nicht verdächtig. Wenn sich ja niemand bedient, dann nehme ich halt, ne? Oh, da ist schon einer. Okay, der ist noch am Leben. Was geht? Dein Zuhause ist kaputt. Es explodiert. Die Stimme von Cloud kommt mir bekannt vor. Ich habe die schon mal gehört. Okay. Meinst du die genau, vor der du da stehst? Alles klar. Boah, ich kenne die Stimme. Ich fällt jetzt noch nicht ein. Ich hätte erst gedacht, hier die Stimme von Trunks, Yami, Yugi oder Turk aus Scrubs. Ich glaube, die ist das nicht, die Stimme. Was? Was ist denn? Nö. Was geht? Macht dir das gar nichts aus? Nö. Hintergrund läuft die ganze Zeit das Shinra-Thema, sehr cool. Der Bahnhof steht. Na, ich frage mich, wann die eine Szene kommt. Ich warte hier die ganze Zeit schon auf was. Die Szene war aber nicht im Original. Wieso? Das ist nicht die Szene, die ich gemeint hatte, als ich gesagt habe, ich warte hier auf was. Aber die mussten noch. Das ist ein bisschen Fanservice, habe ich so ein Gefühl, weil von diesem Charakter wird man nicht mehr so viel sehen in der Zeit, die wir hier verbringen. Deswegen, den sieht man erst so. Den sieht man eigentlich fast gar nicht so, wenn man so über danach denkt im Spiel. Aber irgendwie mussten wir den ja hier reinpacken, ne? Ich tue jetzt einfach den Namen hier so vollkommen von mir hinaushören. Ich nehme an, jeder weiß, wer dieser Charakter ist, ne? Selbst wenn man Final Fantasy 7 noch nie gespielt hat, also Cloud und diesen Charakter kennt man, glaube ich.
Jetzt kann ich Vita einsetzen, okay. Ja, falls ihr es noch nicht gemerkt habt, Clouds Kopf ist ja ein kleines, ganz schön großes Wrack, ja. Also, da stimmt nicht alles so zu 100% manchmal. Also das war schon im Original richtig so. Unmöglich. Du bist doch tot. So. Ich hab dich selbst. Als könnte ich das jemals vergessen. Also sogar das Spiel tut nicht verheimlichen, wie der Name dieses Charakters ist, also. Hör zu, Cloud. Ich habe eine Bitte an dich. Dieser Planet liegt im Sterben. Ganz unbemerkt. Still. Ohne zu klagen. Du willst sicher nicht tatenlos dabei zusehen. Nicht wahr? Wenn die Welt untergeht, dann wird auch deine so anmutig brennende Heimat für immer verschwinden. Und mit ihr das Flehen jener Mutter um das Leben ihres geliebten Sohnes. So wie ihre Pein, als ich sie mit meinem Schwert durchbohrte. Der Verlust der innigen Verbindung zwischen uns wäre schmerzvoller als mein eigener Tod. Also, Cloud, leih mir deine Kraft. Komm schon, es ist gar nicht schwer. Cloud, lauf weg. Flieh. Überlebe. Halt dein Maul! Sehr schön. So ist's gut. Du sollst mich nicht vergessen. Ein Traum. Ich habe wohl zu viel Marco abbekommen. Gut. Weiter. Einfach ignorieren. Hauptstory, die Blumenverkäuferin. Spoiler. Das Spiel scheint irgendwie nicht so... Ich nehme an, die Macher des Spiels haben jetzt auch sich so gedacht, ne? Ja, jeder kennt das Spiel, ne? Und ich habe ja Untertitel und so nicht eingestellt. Das sind die normalen Einstellungen, also... Da hat man schon den Namen von dem Charakter gesehen, also, ja. Wie gesagt, das ist auch ein Charakter, den man neben Cloud auch eigentlich Karte zum ersten Mal als die Karte aufruf. Wie gesagt, neben Cloud ist das so einer der Charaktere, die man schon kennt, so im Vorhinein, voraus. So, hier ist nichts, ehrlich. Da oben aber, pass auf. Ich habe das Gefühl, ich muss hier hin. Also ja, also deswegen haben sich die Macher wahrscheinlich auch so gedacht, ja. Nicht so geplant. So, jetzt. Da muss ich hin, ne? Und wie komme ich jetzt? Wo komme ich denn jetzt hier hin dann? Nope. Ja, weil man diesen Charakter schon kennt, haben die sich wahrscheinlich so gedacht, ja, komm. Pack einfach den Namen von dem Charakter da rein. So. Alles klar. Dann. Wo bin ich jetzt hier, ey? Was für ein Schlamassel. Hier sind wir sicher, nicht wahr? So. Da muss ich hin. Ich gehe ja voll den Umweg gerade. Was ist dieses Lederne da? Hier sind also auch schon Wachen. Das was Lederne ist.
Shinras Truppen sind wir sicher. Ich weiß, was Lila ist. Normalerweise in Final Fantasy 7 sind Beschwörungsmaterien. Ich krieg doch nicht schon so früh eine. Was ist mit der los? Das etwa? Gut, dann halt als Andenken. Was soll ich denn damit? Das habe ich jetzt aber gehört. Was macht das? Kommt auf den Kunden an. Der Preis variiert. Aber für dich ist sie umsonst. Die Blume steht für ein Wiedersehen. Ich warne dich. Keine miesen Tricks. Hab ich was verpasst? Ich lass mich nicht erpressen. Ah, du hast wohl Angst, dass ich Geldeintreiber auf dich ansetze. So ein Quatsch. Das würde ich nie tun. Keine Sorge, echt. Der Marco-Reaktor wurde angegriffen. Du solltest jetzt lieber nach Hause gehen. Oh. Hilf mir! Das war aber nicht so im Original. Sehen die Viecher nicht? Weg hier! Jeder für sich! Hey! Viel Glück! Hi! Na? Wollt ihr mal meine Blumen schnuppern? Ich würde sagen, das ist ein guter Zeitpunkt hier, den Dings zu beenden, oder? Den Part. Und ja, dann würde ich sagen, ich sehe euch in der nächsten Folge wieder von Final Fantasy 7 Remake. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, hinterlasst bitte ein Like, ein Abo, einen Kommentar. Dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Tschüss.